Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eras, dem ja, tollen Mod mit den verschiedenen Jahreszeiten, also Jahrestypen. Und 1080 ist ja das, der weitere Kampagnenstand in der nächsten Kampagne. Und genau, ich frage euch, welches Volk wir nehmen sollen. Also ich weiß selber noch nicht, welche Völker, aber einfach irgendwo ein Gebiet oder so. Und ich versuche mal in der Nähe dann anzufangen. Ich habe irgendwie so die Vorahnung, 1080 ist, ja, könnte so einfach da Frankreich und England vor allem und vielleicht noch Spanien gut darstellen. Ich denke, das deutsche Heilige Römische Reich wird dann existieren, nicht mehr Westrom oder was das genau ist, ist ja eigentlich das Heilige Römische Reich und so weiter. Also versuchen wir mal einfach irgendwie jo, ein Reich zu nehmen, was da so ein bisschen nebensächlich ist, wie genau dieses Reich. Also das war damals wahrscheinlich noch nicht so stark, wie wir jetzt sind. Genau, okay, versuchen wir einfach mal. Genau, wir müssen das noch bauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Orthodox ist ja schwierig jetzt. Wir brauchen einen Imam. Wo wir jetzt gerade nicht machen können. Ja, weil wir das Teil noch nicht haben. Okay, also der Tempel. Moschee wird es wahrscheinlich sein. Wir haben ja noch hier einen Diplomaten. Ich schaue einfach nochmals. Könnte jetzt... Demanding, okay. Wollt ihr noch nicht? Map Information? Eure Frage ist direkt und fair. Was? 100 pro Turn? Das ist ein bisschen. Ich mache einfach weniger. Make offer. Danke, dass ihr fragt, was für uns. Ich will das nicht. Wie kann ich jetzt da irgendwas hinzufügen? Ich kann nichts dafür. Versteht es manchmal nicht. Wie ist das jetzt gewollt? Hä? Also jetzt muss ich nochmals... Mixing the payment. 200. Demanding. 200. Also das ist jetzt so... 400. Dankeschön. Oh, mal 600. Ja, das ist irgendwie... Akzeptieren und wir attackieren. Hä, wieso geht das nicht? Haben wir so wenig Geld? Die haben so wenig Geld. Ah, die wollen das uns geben oder was? Diese klare Frage verdient eine klare Antwort. Nein, die wollen uns das machen, aber wir können das gar nicht machen. Komm. Eine faire Entscheidung war nun gut. So haben wir jetzt Map Information, ja. Okay. Ja, wow. Da unten ist noch ein Kessel. Ein Mini-Kessel. What the fuck? Okay. Da war jetzt aber Leder. Bärenleder. Okay, gut. Also, die sind gemacht. Und euch sollte man für eure Ketzerei den Prozess machen. Haben wir noch irgendwelche Spionen? Ihr habt Glück, dass der Herr für unsere Sünden gestorben ist. Denn ihr begeht... Was ist der Wille des Sünders? Der Diplomat ist noch hier. Na. Ich muss mal kurz einfach schauen, dass der... Und die Diplomat. Ist der noch safe? Also, dass die Türken nicht aussterben, die wollen wir noch haben. Die werden sie, also wenn sie uns angreifen. Wie heißt der Ungläubige? Ein Diplomaten, Ägypter. Ja, die müssen wir dann später. Ich lebe, um zu dienen, Sultan.
Und da unten sind... Assalamu alaikum. Genau, ist der Diplomat noch da? Das ist nicht so wie... Ich bin Diener des Islam. Wir haben jetzt zwei von denen. Ich möchte eigentlich dieses Kessel hier. Assalamu alaikum. Sofort. Aber so ein bisschen einnehmen. Das Suchen. Haben wir denn viele Truppen in der Nähe? Nur dort oben. Und hier haben wir ein paar Truppen. Also, wir sind ja noch nicht so reich. Wir könnten ja da... Okay, das reicht noch nicht. Okay. Dann machen wir hier noch kurz... Wir können eigentlich gar nichts machen momentan sonst. Ja. Ist egal, wir haben eigentlich alles, oder? Ja, wir haben alles. Okay, Truppen gehen gerade nicht. Zu bauen dort. Wir haben aber diesen einen Kaufmann, ja. So. Ich glaube, ich gehe mit dem Kaufmann mal andere abwerben. Die sind sicher hier in der Nähe. Ja, ihr werdet jetzt bald alle sterben. Ich mag euch nicht. Deshalb sterbt alle. Eieiei, machen die Städte unter Druck. Einfach nur, weil sie KI sind. Weil sie es wollen. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass die Stadt dort oben... Ihr geht nach Süden, ihr nehmt vielleicht das ein. Ah ja, das sind ja noch mehrere dort drüben gewesen, die nehmen auch die Stadt dort oben ein. Will ich eigentlich nicht, aber ich will schon, dass die Türkei noch ein bisschen als Puffer dort ist. Weil wir eigentlich ja noch Krieg mit Ägypten haben. Ja, eine Erkunde geht in, wo, was, wo, dort, okay. Das können wir uns leisten. Nimmt sicher mehr Geld ein als so. Mhm. Aber wir müssen irgendwo hin. Was mit den Handel macht? Ich verstehe jetzt gerade das nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich zu Diensten. Euch sollte man für eure Ketzereien den Prozess machen. Ich habe ja gar machen. Keinen Diplomaten. Nee, wo ist der denn? Nam? Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. So, und mit denen müssen wir jetzt handeln machen? Wie geht denn das? Wir denken, ihr verschwendet nur unsere Zeit. Also, ihr wollt wirklich nur unser Bestes. Wir noch eine Idee? Okay. Natürlich. So, und dann machen wir wieder Krieg. Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Ist jetzt nicht fertig? Hä? Also wir haben jetzt Trade, genau. Ihr wünscht? Wir traden. End of the time report. 1500 minus. Oh je, jetzt ist langsam. Also eine Runde warten wir noch in der Stadt. Das ist repariert, das ist gut. Ihr kommt hier hin. Wir marschieren. Ich wünsche euch Frieden und Wohlstand. Und die Stadt. Befehle. Ich wünsche euch Frieden und Wohlstand, edler Herr. So, nein, kein Diplomat. Jetzt noch eine Runde warten. Okay. Weiterhin, da haben wir keinen. Genau die. Okay, zuerst einmal, was ist wichtiger? Diplomat, Merchant von Rom. Das ist wichtiger, aber ich möchte mal kurz schauen. 95%. Nehmen wir noch kurz, weil. Kipjak ist perfekt jetzt. Das ist super. Okay, zuerst aber speichern, das ist mir wichtiger. Das ist jetzt mir gerade wichtig. Hey, gut. 3-1 machen nicht 3-2. Und Spion zuerst. Aus den Schatten heraus werde ich alles zu Diensten.
27 geht wahrscheinlich nicht gut. Benennt denjenigen, der ins Armenhaus soll. Wie heißt der Ungläubige? Ja, verreck. Boah. Wie der gestorben ist. Meine Augen sind die Augen. Also denn, also das ist jetzt gerade nicht so schlimm, wir gehen hier außen herum. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Es ist der Wille des Sultans. Gerade hier noch ein paar Kampfmänner. Meine Augen sind die euren. Niemand wird. Und dann sind wir bald dort oben, hoffen. Zählt eure Segens. Es ist der Wille des Sultans. Bis er mal. Wie heißt der Ungläubige? Wie so. Der Wind. Gut, ja, eben. Wir verdienen einfach kein Geld. Wie sollen wir jetzt Geld verdienen, wenn wir so viele Truppen brauchen? Also ich denke mal, mit dem Schiff werde ich schon ein bisschen Erfolg haben. Kurs gesetzt. Ich will jetzt mal kurz die da oben an. Mögen wir den Wind im Nacken haben. Greifen die Flotte der Ungläubigen an. Ja gut, dann lassen wir die Schiffe einfach kaputt gehen. Und zwei jetzt dort oben. Wie lautet der Wille hier, Meister? Und wo haben wir denn noch einen? Wieso ist das immer angewählt? Das ist nur ein Weiß. Die haben weiße Walls, deshalb. Ich dachte, das wäre so ausgewählt. Die anderen haben alle nicht irgendwie. Okay, das Volk muss ich dann hinternehmen irgendwann mal. Ich will weiße Barrikaden. Hey. Ich bin Diener. Gut, dann machen wir doch mal. Weiter mit einfach kurz Bille halten. Okay, die sind auch fertig hier. Und die haben gar nichts mehr. Doch, sie haben noch etwas. Noch nicht so richtig gesehen. Gut, dann hier oben. Ja, keinen Imam, hä? Ja, wo sind denn da so? Ihr seid, nein, ich habe keinen Imam. Ihr habt einen Imam, ihr und ihr habt zwei. Okay. Ihr habt zwei. Oh nein, der ist ja nach oben gekommen. Also, ich bin Diener, das ein Imam. Assalamu alaikum. Müssen wir nicht mal. Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Dieser Diplomat hier hat noch nicht gelaufen, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja sowieso genügend Diplomaten hier. Ich will lieber schauen, irgendwie mit dem Diplomaten oder nochmal seinen Spion, ob da Frankreich langsam wieder die Stadt verliert. Ist schon irgendwie lustig. Also, man ist ja wirklich mittendrin und hat auch dann diese Aggression, beziehungsweise. Ja, es ist einfach nervig, wenn so viele Imams herumlaufen und alles. Das ist aber nötig für das Reich, oder? Dass es auch Fortschritt hat. Das macht ja riesen Fortschritt. Eigentlich, weil es ja übermächtig ist, aber vielleicht geht es jetzt auch bald in die Knie. Also das ist nur ein bisschen nervig gerade. Dort sind sechs. Jetzt ein siebter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss langsam Frankreich helfen. Ich möchte doch nicht so böse spielen. Okay, ich spiele schon böse mit meinen Assassinen. Ja, ist ja egal. Nein, der norwegische König ist tot. Okay, aber man sieht nicht, was er hat. Schon wie... Hey, ich... Ich hab doch eine, oder? In Mekka unten. Dort muss ich nichts mehr wegnehmen. Nein, Duclia. Wo ist denn Duclia gewesen? Ich kenne sie nicht mal. Hä? Wer ist Duclia? Dina? Ich bin nicht hier, um zu ver... Nein. Wie ihr wünscht, Sultan. Die sind ja noch da. Nein, nein, das ist Hamdan. Doch, das ist Hamdan. Das sind nicht die. Die müssten...
Hey, kann man das nochmal anschauen? Huklia? Ich schaue nachher gleich mal kurz. Ich glaube, die kann man nicht spielen oder so. Aber weiß auch nicht mehr, wo die sind. So, jetzt, also Handel wäre schon nicht schlecht, aber die Stadt hat schon Handel und ich wüsste Geld. Ja, so langsam muss ich echt, ne? Verdienen. Okay, eine Bar. Nein. Imam. Gut. So. Also, wir bleiben mal so klein. Also, wir wollen jetzt nicht mehr machen. So ein Eich. Was wird verlangt? Ah, dort wird er das verlangt. Verstehe. Was ist der Wille des Sultans? Hä? Wie gewünscht, Sultan? Kroatien? Was ist denn dort? Mit denen muss ich handeln. Saida, mächtiger Sultan. Das ist ein Merchant. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Das ist auch nichts. Die Allianz. Der Mode. Also irgendwie... Ich kann dort nicht hin. Aha, warte kurz. Ich gehe mit dem guten Merchant da hoch und wirb dem... Ich soll ein Geschäft für den Sultan abwickeln? Hey, hallo. Ihr Reichtum soll auf euch übergehen, Sultan. Zu Diensten. Welchen Ungetreuen soll ich von seinen Münzen trennen? Okay, er ist ein Merchant gewesen. Ich habe einfach. Ja, gut. Also dann können wir jetzt wieder kriegen. Wir gehen. Segenswünsche, nicht eure Feinde, Herr. Ist besser. Mit dem, der ist ja der Junge, 14 Jahre alt jetzt. Mit dem, also gehe ich mal mit dem. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie kann ich dienen, Sultan? Wie kann ich dienen, Sultan? Befehle? Sultan! Ja gut. Dann machen wir doch das so. Also, ich mache einfach die Ausgebildeten. Wie kann ich dienen, Sultan? Befehle? Wie kann ich dienen, Sultan? Okay, mach ich mal einen zurück. Wie kann ich dienen, Sultan? Und mit denen gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Yalla. Und schau mal. Ja, ja. Armee der Ungläubigen wird nicht überleben. Belagere den Feind. Die haben mich so geliebt und jetzt sind sie nur noch arm. Arm dran. Nein, Arm ab. Arm dran. Ja, ja, die sollen Allianzen machen. Von mir aus. Das ist jetzt echt nicht gerade so übersichtlich. Ja. Muss ich nicht wissen. So, und dann können wir noch etwas nehmen. Und das ist... Die Liebesgilde brauche ich unbedingt, aber noch nicht so schnell. Ja. Ich brauche noch mehr Spione. Ist nicht so wichtig. Sodala und genau, da gibt es noch mehr Geld. Ein Spion. Dankeschön. So, der Diplomat hier, der überwacht einfach nochmals die Stadt. Der macht nichts. Ich bin Diener des Islam. Okay. Dann haben wir eben. Um zu dienen, Sultan. Haben wir hier keine Imams mehr, nur noch hier unten? Ah, das sind das sind auch Diplomaten, das sind nicht nur Imams. Also. Alliierte. Gibt es hier. Genau, der Priester hier. So, was also. Ist der Wille des Sultans? Machen wir doch mal. Name. Wie heißt der Ungläubige? So. Wie der Sultan hier. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Also der eine Diplomat, Saida, genau. Meine Augen sind die euren. Vor dem Sultan gibt es keine Geheimnisse. Es ist der Wille des Sultans. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. So, jetzt
geht. Ja, ich habe sie mal riskiert ohne Speichern und so. Manchmal echt so random. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Und Tyrann. Nein, nein, wir haben ja keine Befürchtungen. Vor allem, ich muss ja mit dem Spion auch irgendwie noch manchmal Assassinen finden, oder? Ja. Hier ist doch kein Problem, wenn die mich finden. Ah, stattlicher Besuch. Was ist das? Das ist aber einer. Ist das jetzt ein Spion dort? Ich glaube, das ist ein Spion. Aber wieso habe ich den gesehen? Die Bauern. Ah, ja, ja. Was machen einzelne Truppen? Mein Gott, ich könnte die sofort töten. Das sind vielleicht irgendwelche, ja. Dinge, ja. Familienmitglieder. Die haben 3 Sterne und so. Das sind einfach. Die haben aber keine. Hä? Keine Truppen dabei. Nix. Und greifen die jetzt nicht an die Schiffe? Polen mit Grafikfehler. Hier ist kein Grafikfehler. Die Mooren haben Land bekommen. Ja, die haben Land verloren, das heißt, also verloren, ja. Okay, der selige Sultan ist tot von Ägypten. Die Ende von der Dynastie. Okay, es gab einen neuen Wechsel, weil die wenig Familienmitglieder hatten. Eine Merchants Gate in Mekka, okay. Ja, von mir aus. Die Noblen wollen küssen, was? Wort küssen? Okay. Na, Kurs gesetzt! Ja, Kapitän! Nein, ich bin. Diesen da Kurs ist das Wort. Lasst mich eure Befehle, mächtiger Sultan! Das geht leider nicht. Diesen Kurs können wir nicht setzen. Gehen, Kapitän! Machen wir nächste Runde oder so. Hinsegeln. Diesen Kurs können wir 1000 Geld bekommen wir wegen dem. Kämpft bis zum Tod. Na, großer Sultan. Kapitän, so. Da können wir nicht hinsegeln. Titel bekommen. Kurs können wir nicht setzen. Ja, einfach so. Also ist noch das On to Run. Wieso habe ich jetzt das 2 bekommen? Also, da haben wir die Assassine. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Und der Spion. Es ist der Wille des Sultans. Für heute ist die Reise zu Ende. Und so langsam muss ich jetzt schauen wegen dem Geld. Es gibt ein paar Städte, die keine. Wieso haben die überhaupt? Mach mal etwas vorwärts da. Imam in Ragaritit. Wer ist das? Ar Rufayyid. Zu Diensten. Ich bin Diener des Islam. Möge Allah der Gnädige. Und die da oben werden langsam abgeworben. Tatsächlich. Bringe neuen so langsam einfach. Land, Sultan. Zu Diensten. Benennt denjenigen, der ins Armenhaus soll. Zu Diensten. Wie ihr wünscht. Sultan, so. Der Morgen wartet. Also gut, jetzt ist gerade nicht so gut gelaufen da mit dem Ding. Wir schauen mal Spion zu ägyptischen Imam vielleicht. Ne, wir killen den. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Wenn wie es heißt geht. Der Ungläubige? Egal. Der Diplomat muss sowieso auch. Er bleibt hier und schaut hier, ob irgendjemand vorbeigeht. B32.
Und dann muss ich noch kurz schauen. Ja. Habt ihr neue also du bist ein Merchant. Das heißt, es ist der Wille des Sultans. Dich aus. Aus den Schatten heraus werde ich schmiss. Alles zu Diensten. Ich weiß der Ungläubige. Ja, okay. Die Gefahr ist weg für den Neuling. Merchant. Also Händler. 5 zu Agenzke. Wie alt bist du? 41, das geht noch gut. Es ist so leicht irgendwie, aber doch so schwer, dann irgendwie das Beste zu bekommen. Ja. So, also das ist ein Diplomat gewesen. Habt ihr ein Angebot zu machen, mein Freund? Also für mich ist es kein Diplomat. Wir werden diesen Feind besiegen, Sultan. Ja, seht. Sie kämpfen. Ach, fick dich. Guck mal auf die Aussprache. Das Spiel ist sowas von blöde, hey. Nur wegen einer Belagerung so mies zu machen, hey. Befehle. Die Armee der Ungläubigen wird nicht überleben. Wieso kann ich jetzt den nicht angreifen? Hä? Was ist mit dem Spiel los? Es sind so wenig Truppen und wir sind so viele. Also nochmal. Ihr regt so auf, ey. Das geht doch nicht. Soll ich nach oben gehen? Hey, lasst mich doch mal in Frieden. Ich muss nicht immer alles in den Weg stellen. Diplomat, Spion, das ist unser bulgarischer. Ja, das ist die Schlacht gewesen. Wie der Sultan es wünscht. Also hier müssen wir eventuell hin wegen sächsischer Prise. Die lassen wir noch. Zu Diensten. Also du bist der Merchant, der Gute. Du gehst hier. Zu Befehl. Ich beginne neue Handelsbeziehungen. Ich wollte dich annehmen. Zu Diensten. Ich soll ein Geschäft für den Sultan abwickeln. Fast hätte ich es vergessen, der Reichtum einzelnen. Soll auf euch übergehen, Sultan. Meine Augen sind. Wie heißt damit das Ring geht's ihm besser. So. Die Übernahme, gut. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Sie sind einfach viel zu mächtig, oder? So. Und Geld verdienen. Es ist der Wille. Gut, also, dann machen wir nochmal weiter. Aber haben wir noch etwas zu tun? Der ist ja nicht. Und der ist ja weiterhin. Assalamu alaikum. Sofort. Wie der Sultans wünscht. Ich sollte schon langsam mal. Der ist wieder. Nein, die Stadt ist es gewesen. Ja. Und hier müssen wir unbedingt das nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. So, also, machen wir weiter, ja. Das ist jetzt blöde gewesen. Also ich würde das eigentlich nicht machen, so Ding, aber ich kann weder Burgschlachten noch machen, da die uns wir so. Okay. Das ist jetzt keine Burgschlacht mehr, aber jetzt. Wieso verlieren wir so mega Kosten? Was ist das? Ich frage mich, was sind das für Regeln? Also wieso sind gute, also dicke Soldaten so mächtig? Ich kann ja keinen Kampf verlieren, so. Oder? Also ich kann keinen Kampf machen. Kann sie nur verlieren. Ja, das will ich jetzt aber auch nicht mehr sehen. Das ist der größte Hohn der Welt, weißt du? Wir können nichts machen, weil der Mod einfach alles falsch macht. Ey, soll ich dich angreifen? Wieso geht denn das nicht? Ich habe nicht einen Angriff gemacht. Ich kann sie nicht angreifen. Also, da haben wir alles gemacht. Okay. Jetzt, wenn sie angreifen, fliehen oder was?
Ich frage mich genau, wieso das Spiel, vor allem weil die so viele Sterne haben, das so mega übertrieben OP macht für Auto Battles und so. Ich frage mich einfach, was mit dem Spiel oder mit dem Mod vor allem dann los ist. Sie kämpfen wie Schlangen. Zieht euch zurück. Es ruckelt sogar mega, habt ihr das gesehen? So mega Slow-Mood. Woher bekommen die die vielen Sterne? Das ist Gecheate. Niemals würde ich so viele Sterne bekommen, wenn ich das Volk wäre. Okay, sie kommen mit Händlern scheinbar jetzt. Das sind Händler, oder? Es fehlt einfach so ein bisschen an der Übersicht, an der Fairness, der KI und so. Das haben wir jetzt gerade echt viel, ja. Vor allem, wieso greifen die Mauern? Okay, jetzt greifen sie vielleicht an, aber wieso machen die nichts? Die haben ja Truppen und Ausgebildete. Ganz komisch. Ja, da muss man einfach manchmal doch ein bisschen. Vor allem, was machen die Piraten jetzt? Wieso greifen die nicht an? Okay, da gibt es einen Truppe jetzt. Ja, wieder ein bisschen schwieriger. Okay, die haben auch einen. Das war eine andere Familie. Der Duke von Billingstar. Merchants geht. Muss ich nehmen. Muss ich nochmal so eine Runde warten, oder was? Also machen wir doch das anders. Warte kurz, das müssen wir kurz machen. Im Schienen. Ich kann wirklich den Hafen nicht haben. Der fremde Hafen ist blockiert. Das ist ja nur ein Ding und dann ist es besser, wenn ich die Dinge nicht mehr habe. Die zwei Boote. Ja, ja, der Profit immer noch. Okay, Ar Rovashid ist schon wieder am Ding. Und to run, ja. Wie lautet der Wille des Sultans? So, einen einzelnen angreifen. Ich versuch's mal. Aber zuerst mal. So, das ist auch gut. Dankeschön. Und das letzte ist. Very poor. Ist mir doch egal. Das ist anders aus, wenn. Das Spiel ist einfach richtig. Programmiert. So, ich muss mal ausprobieren. Ich greife mal die an. Okay, die haben einfach auch noch die. Ja, das ist gut, mein Gott. Gefangene als. Ja, nein. Oh ja, ja. Ihr. Dann gehen wir einfach zu den Kollegen nach oben zuerst mal. Fahr schon mal hoch. Yalla. Oh, yalla. Gut, also nächstes Mal. Meine Augen sind die. Ja, wir exekutieren einfach die Leute. Wie heißt der Ungläubige? Wieder. Es ist der Wille des Sultans. Was reicht mir? Ich lebe um fertig mit dem Wursteln. Wie der Sultan es wünscht. Wie heißt. So, danke schön. Gut, also morgen geht's weiter, hoffentlich. So, sprechen wir das über. So. Tschüss zusammen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.